Hallo und herzlich willkommen. Wir machen heute die Extremvariante von unserer Daily Challenge. Und ihr seht, am Anfang können wir uns eigentlich recht frei noch bewegen. Das heißt, wir wissen jetzt nach zwei, dreimal, wissen wir ungefähr, dass wir uns am Anfang links halten müssen, dann rechts. Hier durch den Steinblock natürlich schnell durchspringen. Und somit sollten wir eigentlich die ersten 300 Meter recht schnell runterkriegen, weil das noch sehr, sehr einfach ist. Jetzt fängt es langsam an. Hier blocken wir ab, warten bis ein Spalt durch ist und lassen uns komplett runterfallen und auch weiter rutschen. Damit das Ganze hier wieder abblocken, einmal gegen den Bumper. Und das ist sehr, sehr verführerisch, weil wir lernen hier, wir werden hier in zwei, drei Stellen dran gewöhnt, wie es richtig laufen soll. Hier lassen wir uns nicht komplett durchfallen, sondern hier kommt jetzt wieder so ein Stampfer, das heißt ganz schnell nach rechts laufen. Hier durch den Steinblock schnell durch, weil der würde uns zermatschen. Und ja, auch wieder das Gleiche. Wir wissen jetzt, wir haben jetzt ungefähr ein Gefühl dafür und wissen, wie es ist, wenn wir einen Gegenwind haben. Weiter unten kommt dann eine Variante, wo wir gar keinen Gegenwind haben und da sterben eigentlich die meisten daran. Hier auch wieder der Stampfer. Wir gehen ganz schnell nach links, lassen uns ein bisschen, ganz klein bisschen runterfallen, damit wir nicht gegen die Stacheln kommen. Hier auch wieder das Gleiche. Zack. Jetzt kommt die... kommt noch nicht. Da kommt einmal so ein Kreisrädchen. So, wir lassen uns weiterfallen, rutschen einfach ganz langsam weiter und sind konzentriert. Hier wieder schnell durch, weil die ganzen Sachen zusammengehen. Und jetzt kommt die Stelle, genau. Es kommt nochmal einmal so ein Blocker. Und hier ignorieren wir den komplett, indem wir ganz nach links gehen und uns dann einfach durchrutschen lassen. Also hier nicht drauf reinfallen, dass man auch den Bumper nimmt, weil sonst hat man verloren. Auch hier wieder, wir gehen ganz langsam und vorsichtig durch. Wir haben hier keine Zeitstress, sondern wir müssen einfach nur gucken, dass wir möglichst weit runter gehen. Auch hier jetzt bei dem Feuer, wir schauen uns die ganz langsam an, gehen ganz langsam durch und dann sollte das eigentlich alles gar kein Problem sein. Weil die sind ja eh weit genug auseinander. So, hier kommt auch noch ein Rad, das ist sehr, sehr eklig, aber wenn man sich hier nah an der Mitte hält, sollte es eigentlich ohne Probleme gehen. Also nicht so weit am Rand von dem Rad und dann geht das Ganze. Hier fallen lassen und hier sind wir gestorben. Tja, also so ist es, wenn man einen Goldpokal gewinnen möchte, heute in der Extremvariante. Und ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen zu der nächsten Daily Challenge. Ciao, ciao.